Kein Spiel wie jedes andere. Spannung und Leidenschaft garantiert. Hoffenheim gegen Frankfurt. Es geht um viel, richtig viel, um nicht weniger als um einen Platz in der Champions-League-Qualifikation. Ja, ich glaube, es sind drei Endspiele für uns. Alle drei sind gleich wichtig. Wir wollen natürlich alle drei gewinnen, um die Chance auf die Champions League eben noch zu haben. Ich glaube, das ist jetzt gerade sicherlich unser wichtigstes Spiel der Saison. Ja, wir sind topfit. Wir wollen jetzt das einfach nutzen und uns auf diesen dritten Platz festspielen. Ein Selbstläufer wird das allerdings nicht. Die TSG auf Platz 4 mit nur einem Punkt weniger auf die drittplatzierten Frankfurterinnen auf Rang 3 will die vielleicht letzte Chance an der Eintracht vorbeizuziehen unbedingt nutzen. Okay, jetzt sind wir wieder in der Jägerrolle, die uns vielleicht auch in der Rückrunde jetzt gut gelegen ist und dann eben die drei Punkte holen am Wochenende. An das Hinspiel haben die Kraichgauerinnen allerdings nicht die besten Erinnerungen. Nach einer frühen 1:0-Führung verliert die Elf von Trainer Stefan Lerch am Ende noch mit 1:3. Ja, ich glaube, wir wissen, dass Frankfurt eine richtig starke Offensive hat, bei der man auch nicht alles verteidigen kann. Aber wir müssen einfach schauen, dass wir defensiv kompakt stehen, alle zusammen verteidigen und eben dann schnell nach vorne umschalten. Das ist leider im Hinspiel nicht oft genug gelungen. Der Blick auf die Tabelle lässt dennoch ein Duell auf Augenhöhe erwarten. Die aktuelle Form spricht allerdings für die SGE. Eigentlich hatten wir schon ein paar Wochen zurück 5 Punkte Vorsprung. Dann haben wir ein bisschen verspielt alles. Da war eine Woche, wo wir echt sehr, sehr traurig waren. Aber ich glaube, jetzt ist alles in gutem Zustand. Und wenn wir jetzt machen, was wir können, können wir diesen dritten Platz zu uns behalten. Nach der unerwarteten 0:2 Niederlage in Leverkusen gab es am vergangenen Spieltag gegen Nürnberg ein überzeugendes 4:1 für die Eintracht. Damit ist die SGE in der Tabelle an der TSG vorbeigezogen, die seit 2 Spielen auf ein Erfolgserlebnis wartet. Wie ist also der Plan gegen die Eintracht? Dass wir einfach schnell umschalten, schnell in die Tiefe spielen, das, was Frankfurt eben auch gut kann, dass sie da defensiv auch anfällig sind. Und wenn wir es so umsetzen, dann bei uns im Stadion, hoffentlich mit vielen Zuschauern, genau, dass wir das umsetzen und dann wird es, glaube ich, ein gutes Spiel. Für die TSG zählt nur ein Sieg, denn auch das Restprogramm spricht für Frankfurt. Hoffenheim muss noch gegen Leipzig und gegen den Liga-Primus FC Bayern. Wir haben jetzt auch in den letzten Spielen gesehen, dass beide auch mal gegen andere Mannschaften gepatzt haben. Deswegen wird die Endphase jetzt noch sehr spannend und ja, auch mit einem Punkt oder so. Am Samstag ist definitiv noch alles drin. 2 Teams, ein Ziel im wahrscheinlich wichtigsten Spiel des Jahres. Ein Sieg und die Königsklasse rückt ein ganz großes Stück näher. Hoffenheim oder Frankfurt, wer macht das Rennen im Kampf um die Champions League Quali? Alle Spiele der Frauenbundesliga live bei Magenta Sport.